In solchen Räumen, von denen es 120 Stück gab, sollten die Häftlinge kaputt gemacht werden. Es waren nach 1961 vorwiegend Menschen, die versucht haben zu flüchten, oder Bürgerrechtler, Oppositionelle. Der Häftling saß nicht etwa direkt dem Vernehmer gegenüber an dem Beistelltisch, sondern hinten in der Ecke auf einem Hocker. Er durfte sich nicht einmal anlehnen an die Wand. Es wurden Methoden angewandt wie Zuckerbrot und Peitsche, Good Cop, Bad Cop, aber auch ganz fiese Zermürbungsmethoden. So konnte der Vernehmer zum Beispiel sein Telefon per Knopfdruck klingeln lassen, nahm den Hörer und führte ein solches Gespräch wie: Was? Seine Frau haben wir auch verhaftet.